Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren bezaubernden Part Gothic 2, die Nacht des Raben. Im letzten Part wurden wir Söldner und wurden gleichzeitig verprügelt von den Bauern und haben Dinge getan, dass wir haben uns mit Keilern geprügelt, mit fucking Keilern und die haben uns voll weggerackt. Aber egal, am Ende des Tages sind wir triumphierend hervorgegangen und das ist auch schon mal ganz gut. Und jetzt werde ich als allererstes zu den Paladinen latschen und mal ein bisschen mit dem plaudern, ne? Und das Friedensangebot von dem Boy, ha? Lass mal gucken. Friedensangebot der Paladiner. Ehrenwerter Lothagen, wir beide wissen um die Lage. Ich gehe mal weg von Vatras, weil der nervt ein bisschen. Sorry, Vatras, Brudi. Oh, und Innos verliehen? Nein, Innos verliehe ich ja gar nichts, okay? Dammit. Jetzt fangen die auch noch an, ist egal. Wir beide wissen um die Lage, in der ihr euch befindet. Ich schlage daher folgenden Handel vor. Ihr teilt mir und all meinen Männern Generalabsolution vor Innos und dem König. Im Gegenzug bieten wir unsere Dienste für die Verteidigung der Stadt und der umliegenden Landes an. Des Weiteren werde ich dafür sorgen, dass meine Männer von den umliegenden Höfen fernbleiben. Natürlich mit Ausnahme des Hofs von Ona, auf dem wir weiterhin stationiert bleiben werden. Ich weiß, dass auf dem Schiff, mit dem ihr zum Festland aufbrechen werdet, noch Platz für mich und einige meiner Männer ist. Wenn ihr in See stecht, will ich an Bord sein. Ich ersuche euch, trefft eure Entscheidung mit aller euch gegebenen Weisheit. Gezeichnet, General Lee. Aha. Lee ist kein dummer Boy. Lee ist kein dummer Boy. Er sieht, die Scheiße ist am Dampfen, er möchte abhauen von dieser Drecksinsel. Ja, kann man verstehen. Das ist ein krasser Typ. Ich würde vorschlagen, wir latschen einfach mal zu diesem Paladin und gucken, was die zu sagen, ey. Ich speichere hier mal ein bisschen. Lothagen ist Bay. Hey, Lothagen ist heftigste Bay, ja. Wir sind jetzt Söldner Level 7, okay. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Naja, weißt du, Lass mich durch. Ich komme als Bote der Söldner. Na schön. Aber ich warne dich. Wenn du hier Ärger machst, wirst du keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Ja, ja. Jetzt mach dir nicht ins Kettenhemdchen. Hey. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Innos gefordert hat. Ich Exakt. Bin Lothagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Innos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Ich bringe ein Friedensangebot der Söldner. Zeig her. Ich kenne General Lee. Ich kenne auch die Umstände, unter denen er damals zur Strafarbeit in der Kolonie verurteilt wurde. Ich halte ihn für einen ehrenhaften Mann. Ich bin bereit, ihm Absolution zu erteilen. Nur ihm. Für seine Männer gilt das nicht. Die meisten von ihnen sind ehrlose Halsabschneider und haben ihre Strafe verdient. Ei. Ihnen werde ich garantiert keine Absolution erteilen. Richte ihm das aus. Sehr gut. War das alles? Nein. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Ist das nur ein Trick, der mich glauben lassen soll, es wäre nötig, eine Allianz mit den Söldnern einzugehen? Nein. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Naja. Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er.
Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Enos aushändigen. Das Auge Enos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Nice. Was weißt du über das Auge Enos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Enos es tragen kann. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Enos dich schützen. Kapitel 2. Rückkehr in die Kolonie. Ja, Leute, wir gehen zurück. Zur Kolonie, zur Minenkolonie von Gothic 1. Und ich bin so hyped auf den Shit. Achso, übrigens. Warum seid ihr nach Korinnes gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Was machen deine Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren. Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten. Eieiei. Der Krieg mit den Orks steht schlecht. Wir haben es hier aus erster Hand erfahren. Hat der Brudi noch was zu sagen? Ach nee, fuck this shit. Wir gehen einfach, ist egal. So Leute, und jetzt sind wir schon in Kapitel 2. Das heißt, dass jetzt Viecher respawned sind, die Shops wieder neu beladen sind und wir allgemein noch ein bisschen uns umgucken könnten. Ich latsche auf jeden Fall erstmal zu den Typen, denn ich glaube, er war es mit der Innos-Statue, oder? Der dreckige Boy. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Nappers. Ja, komm, Alter. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Oh, das weiß ich. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was ich machen lässt. Der Ring ist übrigens gar nicht mal so gut, wie er sich anhört. Zeig mir deine Ware. Hat er denn was Neues? Mehr Tränke der Geschwindigkeit ist ganz nett. Die südländische Verteidigung würde ich gerne lesen, aber ist echt teuer. Schlaf, vergessen. Stachel. Der Doppelblock, okay. Ein Lehrbuch zum Kampf mit Zweihandwaffen, okay. Also kommt zum Einhandwaffen. Kohle, Aquamarin. Pech. Oh. Eigentlich hat er nur Scheiße. Aber vielleicht können wir ein bisschen Geld machen bei ihm. Ja, guck mal, ich habe bestimmt ein bisschen Kram, den ich dir verdicken kann, ey. Boah, ich weiß nicht, ob ich das grobe Schwert behalten möchte. Ja, nee, weg damit. Ey, rüstige Axt kann auch weg. Das kann weg. Grobes Schwert kann auch weg. Mein Ding behalte ich noch für den Fall der Fälle, aber die rüstigen Schwerter können weg. Die Spitzhacke behalte ich auch noch. Das kann aber weg. Hier, die Bögen können erstmal weg. Der Bogen kann weg. Und schon haben wir ein bisschen Gold gemacht. Ist doch ganz nett. Da ist die ranzige Stadtwache. Boah, unser Schwert sieht so mickrig aus. Es tut mir ein bisschen leid. Aber was soll's. Reden wir noch mit Salandurin. Weiß ja, was der Brudi noch so hat. Feuerregen und Umwelt sind gute Zauber, aber... Ich möchte mein Geld da jetzt nicht rauswerfen. Deshalb lassen wir das mal. Aber vor allem interessieren mich die Waffenhändler, weil ich gerne eine bessere Einhandwaffe hätte, um ehrlich zu sein, weil, Alter, der Wolfsfall ist ja ziemlich süß und so, aber wir brauchen eventuell etwas Heftigeres. Und ich guck mal, haben wir noch irgendwelche Schatz 12 Friedensangebot? Achso, ja, sollte ich ihm Bescheid geben? Das Krautpaket. Ich weiß zufällig, wo das Krautpaket ist, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon reinkommen.
So, Genos, wo sind die vermissten Leute? Bospas Burgen. Bospas Burgen können wir auch mal suchen. Wohl, nee, das, da kommen wir, glaube ich, auch noch nicht ran. Bandine, das ist für Garvel. So. Ah ja, genau. Latschen wir doch mal zu Garvel und erzählen ihm, was der Tagen uns so erzählt hat. So, oh, Krieg mit den Orks läuft jetzt aber scheiße, ne? Ist jetzt schon doof, ne? XD. Und dann so, oh nein. Weil er wollte ja ein Schiff bauen mit seinen Boys, ja, damit er hier wegkommt. I remember. Hat der Bruder neue Äpfel, würde mich interessieren. Hi, Rupert. Das höre ich zum Zeig mir deine Ware. Nein, hat er nicht. Was für eine Enttäuschung. Hier können wir theoretisch Bögen kaufen, aber ich kann eh nichts tragen. Also, fuck this shit. Momentan. Zeig mir deine Ware. Hat der noch irgendwas? Der hat noch einen Degen, ist eine gute Waffe. Waldbeere ist voll scheiße. Ja, nee, der hat nur Müll, der Junge. Obwohl, die Pfeile nehme ich mit. Nein! Zeig mir deine. Ja! So, danke. Tschüss. Fuck, boy. Ach so. Ich habe Valentino getroffen. Und? Ich habe ihm eine ordentliche Abreibung verpasst. Das hat er verdient. Hier, diesen Ring habe ich bei ihm gefunden, als wir unsere kleine Auseinandersetzung beendet hatten. Gefunden, Alter. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der meine Tracht Prügel verabreicht. Ei. Zeig mal her den Ring. Valentinos Ring, Schutz vor Waffen 3. Voll scheiße, ey. Genauso wie der Ring der Eisenhaut, den ich hier hab. Ah ja. Der Torbenbruder, der hat auch nichts so für mich. Die Jungs handelt immer noch nicht mit mir, ne? Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Oh, wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Das mache ich vielleicht mal, Alter. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von dem... Ja, ja, ist okay, ist mir egal. Er kann mir dann Schmiedeausrüstung oder so geben. Pff, das brauchen wir jetzt echt nicht. Aber wir können mal zu Konstantino nochmal gehen. Warte mal. Habe ich noch... Nee, Dunkelpilze habe ich alle gefressen. Okay. Hey, da bist du ja wieder. Ja, bin ich ja wieder, ne? Du wolltest Pilze. Du wolltest Pilze. Ich habe hier ein paar Pilze. Die sind zwar nicht so gut... Ja, 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 ja. 420 Gold für 14 Butler Fleisch. Sehr geil. Okay, hat er noch irgendwas Besonderes? Oh, die würde ich kaufen. Die kleinen Dunkelpilze nehme ich mit, da kenne ich nichts. Degen, Sichel, Bolzen, ist alles scheiße. Snapperkraut wäre nett. Was ist sonst? Kronstücke brauche ich eigentlich. Würde ich, glaube ich, sogar kaufen. Reines Mana. Mächtigen Trunk sein. Wissen Sie, Mana ist hier erforderlich. Okay. Reine Lebensenergie. Ring der astralen Kraft. Boah, ich hätte ja schon gerne den Kronstückel hier, ne? Aber den wird er später auch noch haben. Den wird er später auch noch haben, dann kann ich ihn mir auch später mal kaufen. Ich glaube, jetzt spare ich mein Geld erstmal für eine vernünftige Waffe. Die ich im besten Fall sogar tragen kann, ey. Ja, latschen wir zuallererst mal dahin. Oh ja, geh doch mal zu Abu Jin. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 100 Münzen werde ich für dich... Ja, ja, machen wir. Man kann sich halt immer Free EP von ihnen abholen in jedem Kapitel, deshalb... Erzähl mir von der Zukunft. Machen wir das mal. Gut, Sohn der Tapferkeit. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ich bin richtig bereit. Ein Söldner. Er wird dich brauchen. Ein schrecklicher Mord. Das Auge. Die finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen, doch werden sich die drei vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Ja, 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 Alter. Na, 400 EP for free ist schon mal gut.
fehlen nur noch 400 irgendwas für Level Up. Ist doch gut, ja. Warte mal. Hat der Bruder was? Zeig mir deine Ware. Typen wie du kriegen bei mir nichts. Wie? Wieso? Erst die Bauern aufwiegeln und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Jetzt verschwinde, du vertreibst mir die Kundschaft. Was für ein Pisser, ey. Ich will doch nur eine Waffe. Ja komm, Sarah wird mir was verkaufen. Der habe ich geholfen. Hey. Ah, da bist du ja wieder. Ja, hi. Zeig mir deine Ware. Ach, Gott sei Dank, Alter. Wolfszahn, nice. Sonst hat sie nix für mich, Alter. Das Dreckskurzschwert kannst du behalten, Mädchen. Eine Bartaxt, oh, Langschwert. Kann ich alles vergessen, ey. So traurig. Hier bringt mir auch alles nix. Das ist einfach so traurig, Leute. Ich krieg nie eine vernünftige Waffe in meinem Leben, ja. Rengaro. Na, geht's dir gut? Was willst du denn nach? Ich ja, okay, ist auch immer. Fuck mal auf Rengaro. Ja gut, dann geben wir Bescheid, warum die Paladine hier sind. Wir wissen es ja jetzt. Die wollen also ganz unbedingt Erzwaffen haben, um gegen die Orks klarzukommen, weil sonst die Orks sie ziemlich vernichten werden. Ja, ist nicht unbedingt beruhigend, by the way, aber okay. Boah, ich liebe diese Stadt bei Regen, ne? Es gibt nichts Chilligeres. Leben die eigentlich hier drin so? Oder wo ist der Junge? Hier drin wohl nicht. Das Brahim hat jetzt wahrscheinlich irgendwelche Karten fertig, die mich nicht interessieren. Das ist schon mal gut. Arbeiter. Das Mo, das Stück Scheiße. Ah, das ist Laris. Hi. Ich habe gehört, du bist bei Lee aufgenommen worden. Ja, Bro. Gratuliere. Danke. Das war doch schon vorher. Ah, das ist er. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl! Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Danke für die Informationen. So wie es aussieht, haben wir alle Zeit der Welt, um unser Schiff zu bauen. Tja, ich weiß ja nicht. Wenn die Orks bis hierhin vorstoßen. Was hey, war der? Ach so, das war... Ja, ich erinnere mich wieder, okay. Ja, Alrik ist ein guter Boy. Man lässt mich einfach in Ruhe. Oh, ja, ist ja gut, Junge, chill mal. Gib mir was zu trinken. Was hat er denn so? Nur Scheiße, okay. Hätte ich mir denken können. Du. Ich weiß gar nicht, warum er sich so verhält. Arbeiter. Aber wir können eigentlich auch mal hier reingehen. Ich meine, ey, warum nicht? Ei. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Würde ich jemals tun, Alter. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Bitte. So. Ja, tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Bestimmt, hey. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Ich habe für so etwas keine Zeit. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Ja. Das ist ja interessant. Halvor. Hey, du. Was geht ab, Bro? Hey, wenn du Fische kaufen willst. Also, ja. Oh.
Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Stimmt, der war in dem Fisch. Was? Lass mal sehen. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Stimmt. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fischer. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner. Hä? Mehr als nur Fischer, ha? Huh? Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Ich habe einige solcher Fische. Fische? Ja, okay. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Okay, Alter. Da ist Nadja. Oh. Das ist Sonja. Sprich mit Brom. Ja, ja. Also, es war ja der mit dem Leuchtturm. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Oh. Du brauchst auch bestimmt nicht 5 Stunden, um nach oben zu kommen, ey. Ja, nee, die Pilze will ich nur essen, wenn ich auch wirklich verletzt bin. Komme ich durch diese Tür eigentlich, ohne dass ich verprügelt werde? Komm, wir probieren das mal aus. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Alright. Kann die sich mal beeilen, Alter? Nein, okay. Ich habe das Gefühl, dass sie mir noch irgendwas erzählen kann, deshalb... Weil Lucina war ja hier eine Mitarbeiterin. Und, vielleicht weiß Nadja, was mit ihr passiert ist, jetzt wo sie halt weg ist. Ja, hey. Ja, ich kann sie aber nicht fragen. Okay, dann lass uns sie einfach knallen. Die nächsten Stunden gehören nur uns. Es ist Zeit, dass du dich entspannst. Lehn dich zurück und genieße es. Oh, ja geil, Alter. Es ist sehr romantisch, by the way. Oh mein Gott. Naja, gut. Dieser Mann hatte auch lang keinen Spaß mehr, ja? Ich meine, er war im Miental. Es ist auch ziemlich lange und... War er nicht so viel mit Frauen? Wow, so viel dazu. Er sollte lieber den Mund halten. Er sollte lieber den Mund halten, ja. Vielleicht stimmt das. Ich gehe wieder. Ich fühle mich so dreckig. Ja gut, habe ich mit dir schon mal gesprochen? Zeig mir deine Ware. Huh. Nur Müll. Interessant. Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Er verkauft Fische. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Ja, kenne ich schon beide. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenkneipe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Okay, du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam machen. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine. Die stattliche Kriegsgaleere des Königs. Wirklich sehenswert. Ja, habe auch schon mal gesehen. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurchgehst, wirst du es finden. Okay, spannend. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Oh. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Natürlich. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Ist das so? Interessant. Sehr, sehr interessant, Leute. Sehr, sehr interessant, muss ich schon sagen. Was hier abgeht.
Ja gut, ich würde vorschlagen, wir lassen uns erstmal ein Süppchen kochen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Ja, danke. Bin ein großer Fan. Dann schlafen wir hier noch ein Röntchen. Hol uns noch eine Suppe. Sie hat ja mal gesagt, dass das voll okay ist, wenn wir hier schlafen. Deshalb raube ich sie auch nicht aus. Könnte ich, glaube ich, auch gar nicht, weil das Ding verschlossen ist, aber egal. Möchte ich auch nicht. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Ja, danke. Jeden Tag kann sie halt eine Suppe kochen. Ich könnte theoretisch alle meine Fische in Suppe umwandeln, aber auf habe ich gar keinen Bock. Vor allem die Suppe ist viel zu scheiße, dass sich das lohnen würde. Die halt nur 10. Okay, Snapperkrall. Bromos goldene Schale. Okay. Friedensangebot, das Krautpaket. Ah ja, das Krautpaket. Boah, ich weiß, wo das ist, aber da ranzukommen wird schwierig für uns, sage ich mal so. Ja. Aber wir können es mal probieren. Hey, warum nicht? Du. Er hat ja gesagt, oh, irgendwo im Hafen habe ich die Scheiße vertickt, XD. Irgendwo beim Bootsbauer. Und in der Nähe des Bootsbauers ist ein Lagerhaus. Und in diesem Lagerhaus könnte es sein, dass eventuell dort ein Item liegt, was wir brauchen. Kraut, da liegt Kraut. Sehr viel Kraut. Und das will ich haben. So, müssen wir an dem Bäuche vorbei. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Ich glaube, der war gar nicht mehr so scheiße. Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel auf. Der ist so salty. Na, warte doch. Friss das, du Arsch! Der hat ein ziemlich heftiges Schwert, Bro. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen, Alter. Nimm dies! Ich muss da ein bisschen näher rankommen. Weil mein scheiß Dolch ihn sonst nicht erwischt. Nein, dammit, ich hatte ihn fast. Lebe ich noch? Nee, wir bewegen uns nicht mehr. Ich bin erschlagen worden. Unangenehm. Ja gut, ich könnte ihn alternativ auch verbrennen. Das würde gehen. Ich meine, warum nicht? So, bevor der überhaupt irgendwas sagt, kann ich ja einen Feuerball in seinen Müll schmeißen. Ist doch gut. Ja, fick dich. Du Mistkerl. Ja, ich warte, Brudi. Ich warte. Oh, wow. Oh Gott. Hey, wer will mich schlagen? Laris! Ich geh mal, okay? Tschüss. Ist er noch hinter mir? Ja, ist er. Ja, renn so schnell du kannst. Ja, ich renn so schnell ich kann. Okay, jetzt hat er, glaube ich, keinen Bock mehr. Gut, wir trinken schnell was und hauen ihn dann nochmal aufs Maul. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, dann wollen wir mal. Ich hab was anderes. Der Fuckboy da drüben. Du. Geh bloß weg jetzt mit deiner Magie, aber. Jetzt wird's lustig. Ja, jetzt wird's lustig, Alter. Oh Gott. Na mach schon! Nimm dies! Du Schuft! Oh mein Gott! Der hat mich einfach weggerackt. Ich sag ja, es wird nicht leicht sein. Habe ich vielleicht sonst noch irgendeine Spruchrolle, die mir da helfen könnte? Ist die Frage. Bei einem Drachensnapper wäre viel zu übertrieben. Da sind wir uns mal sicher. Aber kleiner Feuersturm statt dem Feuerball wäre vielleicht genau das Richtige. Komm, das probieren wir mal. Kleiner Feuersturm. Richtig übertrieben, ey. Naja, was soll's. Was ist das, du Arsch? Mistkerl. Ja, warte, du Mistkerl. Hey, du Wichser. Jetzt friss dies, du Sau. Oh Gott. Nein, ich treffe dich. Die Reichweite. Oh Gott. Nein, verdammt. Fuckboy. Das triggert mich wieder. Geh bloß weg mit deiner Magie. Na bitte, geht doch. Ja, ja, chill mal, Bruder. Ich will sie ja nicht auf dich werfen. Ja, friss das. Oh, ich habe gar keinen Feuerpfeil ausgerüstet, ha? Das ist jetzt unangenehm. Das ist wahrlich unangenehm. Na gut, komm her, du Arsch. Hä? Ja, okay, dann nicht. Oh, okay.
Boah, du Arsch. Na mach schon! Der ist halt echt ein guter Kämpfer, der crittet auch recht oft, ey. Scheiße. Okay, wenn wir aber an dem vorbeikommen, dann können wir uns das mit dem Krautpaket auf jeden Fall gönnen. Gut, gut, Leute. Gut, gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin, okay? Okay. Schlaf und ihn dann umbringen, so läuft das leider nicht. Aber wir können ja mal so machen. Dann mache ich 4 und 7 und dann habe ich chilliges Leben. Weil der stimmt sowieso, wenn wir den töten, glaube ich. Kaputt schlagen. So, und dann 7. Zack, zack. Hat nicht getroffen. Sehr gut. Ein Feuerball verschwendet. Du Drecksack, du Elender. Fuck. Okay, probieren wir das nochmal. Wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin. Mit fucking Bullshit-Zauberkräften kriegen wir das hin, ja? Okay, friss das. Friss das und friss das. Und jetzt verprügel ich ihn einfach. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich heile mich eben. Während der Fuck bei mir hinterherläuft. Ja, renn so schnell du kannst. Ja, renn so schnell du kannst, Alter. So, haben wir uns mal was zu trinken rein. Zack, zack. Und jetzt hau ich ihn aufs Maul. Wartet. Kantar ist mein bester Freund. Keine Ahnung, wer mein Kantar war, aber ist schon okay. Wer war noch mal Kantar? Wen haben wir noch mal aufs Maul gehauen? Jetzt krieg ich dich aber. Ja, komm her, du Arsch. Jetzt krieg ich dich aber. Ja, so ist gut. Mach ihn fertig. Na mach schon. Drecksack, Alter. Yeah! Oh, er ist wohl tot. Lagerausschlüssel. Und er hat ein Schwert. Was ganz schön scheiße ist. Kacke, Alter. Ja, wisst ihr was? Ich nehme doch mal lieber den Degen wieder. Einfach, weil... Obwohl, der Wolfszahn, das ist so ein cooler Name. Nein, wir behalten den Wolfszahn jetzt. Ist mir egal. So. So, dann schauen wir uns hier doch mal um. Dafür war wohl der Schlüssel hier. Oh, okay. Heiltränke for free nehme ich mit. Was haben wir sonst so? Ah, das nice Krautpaket. Ja, geil, Alter. Okay, jetzt wieder zurück zu Onas Hof. Gut, Leute, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal offscreen zu Onas Hof zurück und brate nochmal Fleisch und töte alles auf dem Weg oder so, wenn ich was sehe. Ne, ihr wisst ja, wie es läuft. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. In Onas Hof. Bis dahin, Leute. Tschüss.